Godzilla Kong, The New Empire ist jetzt schon seit einigen Tagen im Kino angelaufen und der Film erfreut sich einer wirklich außergewöhnlich positiven Rezensionskette, gerade eben von den Fans, von den Zuschauern. Viele Kritiker mögen den Film eben nicht so, aber die meisten der eingesessenen, normalen Zuschauer, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, die geben dem Film doch zum Teil extrem gute Bewertungen. Ich meine, das Teil wird jetzt auf jeden Fall kein großer Oscar-Gewinner werden, schätze ich zumindest mal, wie jetzt hier Godzilla Minus One. Und obwohl ich den Film ja eher so lala fand, freue ich mich extrem darüber, dass der Film bei den Leuten eben im Großteil so gut ankommt, denn das heißt, uns steht eine Fortsetzung zu Godzilla Kong The New Empire eben nichts mehr im Wege. Das Monsterverse kann sich entfalten und wir hatten ja im letzten Video bereits drüber gesprochen gehabt, dass Adam Wingard sogar 7 weitere Spin-Offs in Planung geben wollen würde. Also er hätte auf jeden Fall Lust auf 7 verschiedene Spin-Offs. Dazu gibt es jetzt auch ein paar neue Infos, denn es zählen wohl auch Comics mit dazu als bestimmte Spin-Offs. Das heißt, wir bekommen vielleicht gar nicht mal so übertrieben viele Serien und so übertrieben viele Filme zum Monsterverse, sondern eben auch noch andere Sachen, wie vielleicht auch Romane oder eben Comics. So viel erstmal dazu. Und ich weiß noch, wie wir am Anfang hier gesessen haben oder gestanden haben und haben uns darüber fusselig geredet, was jetzt wirklich in diesem Film abgeht. Wir haben bei Godzilla Kong unfassbar viele Theorien aufgestellt und irgendwann sind dann so die ersten Leaks eingetröpfelt und dann wussten wir nach und nach, okay, wir können uns von der einen oder anderen Theorie verabschieden. Aber generell lese ich immer wieder in der Community, dass euch gerade dieser Zeitraum, wo wir uns eben noch ganz viele Theorien aufgestellt haben und auch sehr viele Fragen versucht haben zu beantworten, dass euch dieser Zeitraum hier auf dem Kanal extrem gut gefallen hat. Und inzwischen könnte man wirklich meinen, wir haben so gut wie alle Fragen gelöst, was das Monsterverse bis dato angeht. Wäre da nicht noch eine klitzekleine Sache, die noch so im Internet rumflackert, und zwar ein Wesen namens Phosphera. Und der ein oder andere von euch wird sich jetzt denken, stimmt, da war doch mal was gewesen. Wiederum andere von euch werden jetzt wahrscheinlich sagen, was für ein Ding? Phosphera ist ein Titan, der, naja, so ein bisschen das Internet spaltet. Die einen sagen, er sollte ursprünglich im Film vorkommen, andere sagen, nö, ist alles eine reine Erfindung. Ich werde euch jetzt hier in dem Video ganz klar erklären, wer Phosphera ist, was es mit diesem Titan wirklich auf sich hat und wo er überhaupt im Film geblieben ist. Und ganz zum Schluss von dem Video habe ich noch einen sehr, sehr speziellen Fakt für euch, der euch vielleicht nochmal sehr stark zum Nachdenken bringen wird. Das heißt, bleibt auf jeden Fall bis zum Schluss am Ball. Und jetzt würde ich sagen, starten wir einfach mal mit dem Thema, wer ist Phosphora? Phosphera. Verdammt, wer ist Phosphera? Viel Spaß mit dem Video. Ja, jetzt können wir, glaube ich, auch gleich mal so mit dem allerersten kleinen Fakt anfangen. Ja, dieses Vieh heißt wirklich Phosphera. Nicht Phosphora, das ist so ein ganz gängiger, man nennt es ein Misspelling, gerade eben von vielen Fans, die das Tier eben Phosphora nennen, eben klar wegen Phosphor. Und das macht ja Sinn, das dann irgendwie auf so einen Titan zu produzieren. Und tatsächlich ist der Name Phosphera auch abgeleitet von Phosphor an sich. Der Name Phosphera scheint vom griechischen Phosphorus abgeleitet zu sein, was übersetzt ins Deutsche so viel wie Lichtbringer bedeutet. Dieses Wort bezieht sich auf den Gottesplaneten Venus in der griechischen Mythologie, sowie auf einen Namen für den Planeten selbst und ist ähnlicherweise der Ursprung des Namens für das chemische Element Phosphor. Und von diesem Titan existieren tatsächlich Bilder. Zumindest ein Bild, also es gibt ein echtes offizielles Bild, dann gibt es noch zahlreiche andere Bilder, die aus diesem einen Bild hier entstanden sind, die aber eben nicht offiziell sind. Aber das macht ja nichts, denn dadurch, dass wir eben wissen, dass Phosphera ein komplett CGI-generierter Titan gewesen ist, stellt sich dann auch immer wieder die Frage, wo kommt denn dieses Bild jetzt her? War das Bild in irgendeiner ganz frühen Version des Films vielleicht schon vorhanden? Und wenn ja, was war dann Phosphoras Rolle in der ganzen Nummer gewesen? Und tatsächlich hat Adam Wingard das Ganze schon vor einiger Zeit aufgelöst, was Phosphera wirklich für einen Stellenwert im Monsterverse hatte oder vielleicht immer noch hat. Wir werden jetzt hier also einfach offiziell aufklären, wer Phosphera wirklich ist. Vom Design her können wir schon ganz gut ausmachen, dass das Tier einen, ja, schon fast Engels- oder eben Phönixartigen Auftritt hat. Und ich weiß noch, wie sehr viele von uns, auch ich, am Anfang noch gedacht haben, das Bild sieht irgendwie aus, als wäre es Shimo.
So vom Kopf her würde das irgendwie passen. Also bekommt Shimo noch eine Transformation im Film? War Phosphera vielleicht ursprünglich dafür gedacht, eine Metamorphose von Shimo zu sein? Das ist eine der vielen Theorien, die da draußen herumgeistern. Und da können wir schon mal von vornherein sagen, nein, das war auf jeden Fall nicht der Grund für dieses Bild, das eben hier entstanden ist. Und ja, eine Sache können wir jetzt schon mal von vornherein bestätigen. Und zwar, tatsächlich gab es ganz frühe Vorpremieren vom Film, als das CGI noch gerade in den Anfangsschuhen waren. Da wurde der Film einer sehr ausgewählten Pressezuschauerschaft gezeigt, allerdings nur in den USA, soweit ich weiß. Und davon gab es ganze 2 Pressevorführungen, wo Phosphera mit dabei gewesen ist. Warum nur 2? Dazu kommen wir gleich noch, was denn danach passiert ist und wo das Tier wirklich abgeblieben ist. Eine weitere Theorie behauptet nämlich, dass Phosphera eigentlich die Rolle von Mothra hätte einnehmen sollen, beziehungsweise dass Phosphera ursprünglich geplant gewesen ist. Da hat man das Ganze aber wieder verworfen, denn die Legende um Phosphera wäre wohl ein bisschen zu weit gegangen. Der Titan hätte wohl eine sehr übernatürliche Entstehungsgeschichte gehabt und deswegen wurde dann eben Phosphera's Geschichte rausgenommen und der Platz, der dadurch entstanden ist, wurde dann durch die Geschichte von Mothra und Gia ersetzt. Und hier kann man auch schon mal einhaken, die Theorie ist ebenfalls falsch. Adam Wingard selbst hat nämlich ganz klar gesagt, nein, er ist sogar darüber ein bisschen verärgert, dass Leute immer wieder behaupten, dass Mothra nicht von Anfang an im Film geplant gewesen ist. Fakt ist allerdings, das behauptet er zumindest, dass im allerersten Drehbuchentwurf bereits die Rede von Mothra gewesen ist, nicht von Phosphera. Also wo kommt denn jetzt dieser Titan, dieser Phosphera wirklich her? Er ist auf jeden Fall nicht Shimo, nein, er ist auch nicht Mothra, auf gar keinen Fall. Allerdings ist die ganze Nummer wie folgt abgelaufen. Tatsächlich müssen sich Legendary und Toho nämlich, ich würde nicht sagen, um die Rechte von bestimmten Figuren streiten, aber zumindest eben absprechen. Das bedeutet zum Beispiel, dass Legendary immer eine bestimmte Anfrage stellen muss. Die müssen quasi fragen, hier ist das cool, wenn wir Ghidorah benutzen. Wäre das cool, wenn wir vielleicht Space Godzilla mit einbauen? Wäre es vielleicht auch cool, wenn wir Mothra in den Film mit reinbringen? Eine solche Anfrage hat jedoch eine längere Bearbeitungszeit. Warum das Ganze genau so lange dauert, konnte ich jetzt nicht herausfinden. Aber es hat wohl auch etwas damit zu tun, dass Toho hier selber abgleichen muss, ob sie selber bestimmte Projekte mit diesen Tieren oder mit diesen Kaiju, mit diesen Titanen vorhaben. Und diese Absprache soll wohl generell bei nahezu jedem Kaiju erst einmal getroffen werden, auch bei Godzilla. Wir erinnern uns, Godzilla Minus One kam ja relativ zeitnah zu Godzilla Kong The New Empire im Kino. Allerdings kamen die beiden Filme nicht im selben Jahr. Man hat dann wohl irgendwie eine längere Zeitspalte, die Toho festgelegt hat, wenn wir mit diesem Kaiju jetzt irgendetwas machen, dann hat man so und so lange zu warten, bis dann eben der Kaiju noch einmal für andere Projekte benutzt werden darf. Das heißt, ja, Toho gibt wirklich sämtliche Kaiju frei, die dürfen benutzt werden, sie müssen aber eben vorher angefragt werden. Da Adam Wingard allerdings bereits in der Produktion von Godzilla Kong The New Empire gewesen ist und, naja, eben noch kein grünes Licht bekommen hatte, um Mothra in den Film mit einzubauen, musste er sich natürlich eine Alternative zu Mothra überlegen. Und diese Alternative ist Phosphera gewesen. Ja, tatsächlich ist Phosphera nicht mehr als ein Platzhalter für Mothra. Na, stimmt so auch nicht. Da komm, bleib bis zum Schluss dran. Es wird gleich noch sehr interessant, versprochen. Aber auf jeden Fall ist das so der ursprüngliche Plan, die ursprüngliche Idee, der ursprüngliche Grund, warum Phosphera auch zum Teil in dieser einen Vorführung mit dabei gewesen ist. Und ja, der Grund, warum das nur bei 2 Vorführungen der Fall gewesen ist, ist ganz einfach der, dass kurz danach eben ein Go für Mothra gegeben wurde und das Mothra-Design war wohl schon fertiggestellt. Das heißt, sie mussten einfach nur noch Phosphera gegen Mothra ersetzen. Und fertig war der Film. Die Szene, die wir also hier sehen, stammt aus einer der beiden extrem frühen Vorführungen, der quasi dann schon bestimmten Presseleuten gezeigt wurden. Ebenfalls wurde darauf eingegangen, dass Phosphera ähnliche Fähigkeiten wie Mothra besitzen konnte oder besitzen sollte. Ebenfalls so etwas wie Telekinese in einer bestimmten Art. Ich weiß nicht, inwiefern das auch auf Mothra zugetroffen hat. Hat sie das im Film jemals benutzt? Ich glaube nicht. Aber ja, es macht ja auch Sinn, dass diese beiden Tiere nahezu dieselben Fähigkeiten hatten, da sie ja eigentlich auch nur ersetzt wurden durch, naja, das Design im Endeffekt. Allerdings, und jetzt müssen wir die ganz klare Frage stellen. Nee, passt auf, ich mache Folgendes. Ich stelle nicht mal die Frage in den Raum. Ich behaupte einfach jetzt hier steif und fest, dass Phosphera trotz allem immer noch Teil des Monsterverse ist. Das Ganze könnte daran liegen, dass das Studio selber
sehr viel Arbeit in Phosphera selber reingesteckt hat. Der Designer von Shimo nämlich selbst hat Phosphera entwickelt und war auch wirklich stolz darauf, dass er es geschafft hat, dieses Tier so darzustellen, wie es eben dargestellt wurde. Denn er beschreibt auch immer wieder, dass die Entwicklung von Phosphera selber einige Probleme mit sich gebracht hatte. Und man kennt das ja, man arbeitet an irgendetwas und dann klappt es ewig lang nicht, du hast wirklich eine richtige Aufgabe und dann irgendwann schaffst du es aber, diese Aufgabe zu bewältigen und sagst dann, okay, jetzt will ich aber dieses Projekt nicht einfach wegschmeißen. Und Phosphera wurde nicht weggeschmissen, nein, tatsächlich sehen wir im Film Godzilla Kong The New Empire ein Bild von Phosphera bzw. eine Steinmalerei, in welcher wir sehen, wie Phosphera quasi wie über so einer Pyramide schwebt und eben leuchtet. Rebecca Hall und Co. sehen das Ganze auch, die gehen darauf allerdings nicht mehr weiter ein, da Phosphera ja aus dem Film herausgenommen wurde. Allerdings gab es ursprünglich sogar die Idee, diese Wandmalerei gegen eine von Mothra auszutauschen. Tja, offensichtlich hat man sich aber trotz allem letztendlich dazu entschlossen, das bleibt genauso da, wie es ist. Und genau das ist auch der Grund, warum ich immer noch der Meinung bin, dass Phosphera weiterhin ein Teil des Monsterverse bleibt. Ich meine, diese Steintafel ist ja offiziell im Film zu sehen. Die können wir da auf jeden Fall wahrnehmen und ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht Phosphera, naja, in naher Zukunft noch eine Rolle im Monsterverse spielen sollte. Und ja, jetzt wo auch rausgekommen ist, dass eben Phosphera einfach nur ein Platzhalter für Mothra war, jetzt ploppen die ganze Zeit irgendwelche anderen Theorien auf, wie war vielleicht auch Shimo nur ein Platzhalter für Space Godzilla? Möglicherweise. Ne, ist ja so eine Space Godzilla-Theorie, ist ja immer was ganz Feines. Und da kann man auch sagen, nein, Shimo wurde tatsächlich extra für diesen Film designt und sollte auch kein anderer Kaiju werden, den wir schon von Toho kennen. Shimo sollte immer Shimo bleiben, allerdings sollte Mothra oder wäre Mothra, hätte man die Rechte eben nicht bekommen für diesen Titan, dann wäre Mothra in Phosphera umgeswitcht worden. Jetzt bist wie immer du gefragt, wie ist deine Meinung dazu? Hättest du Bock, Phosphera nochmal zu sehen? Kannst du nachvollziehen, warum ich felsenfest der Meinung bin, Phosphera ist Teil des Monsterverse und immer noch irgendwo im Kanon verankert? Wir haben ihn nur noch nicht gesehen. Schreibt mir all deine Gedanken dazu in die Kommentare unten rein. In diesem Sinne, ihr Lieben, bin ich raus für heute mit dem Video. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.